Polizei gegen friedliche Demonstranten. Die Strategie der Sicherheitskräfte steht seitdem in der Kritik. Die Staatsmacht habe überreagiert, so lautet der Vorwurf. Auf einer Pressekonferenz versucht die Jugendoffensive gegen Stuttgart 21 mit Widerrede zu beweisen, dass die Gewalt von der Polizei ausging. Hier wird ein Schüler, der einen Baum besetzt, der nicht mal am Ende gefällt werden sollte, einfach auf den Baum runtergeschossen oder versucht, runterzuschießen. Und damit werden auch Verletzungen in Kauf genommen. Es gab Schwerverletzte durch die Polizei. Ich weiß von keinem Polizisten, der schwer verletzt oder auch irgendwie verletzt ist. Wir trugen schwere Augenverletzungen davon, die bislang in mindestens einem Fall zu Herzschlag geführt haben. Offenbar ist auch die Polizei dabei, das Geschehene aufzuarbeiten. Das Vorgehen dieses Polizisten werde intern und von den Ermittlungsbehörden geprüft, so heißt es. Es bestehe der Anfangsverdacht der Körperverletzung im Amt. Bis zur endgültigen Klärung werde der Beamte interne Aufgaben wahrnehmen. Im Übrigen werde allen Beschwerden und Anzeigen nachgegangen. Diese Vorwürfe könnten auch den Schlichtungsversuch weiter belasten. Baustopp, ja oder nein? Aussagen vom Vermittler Geißler hatten gestern zu Verwirrungen geführt. Für Geißler selbst aber ist die Sache klar. Er sagt, was ich meine, dass nämlich in der Zeit der Schlichtung, wenn wir miteinander reden, die Ballarbeit nicht weitergeführt werden dürfen. Das haben wir genau heute noch einmal gemeinsam festgestellt, der Ministerpräsident und ich. Ein kompletter Baustopp aber kommt für die Landesregierung nicht in Frage. Es seien bereits hunderte Millionen verplant und verbaut worden, so Baden-Württembergs Ministerpräsident Mappus. Mit dem Stopp des Projekts kommt Schadenersatz von über 1 Milliarde Euro auf uns zu. Die Befürworter von Stuttgart 21 betonen, der Umbau des Bahnhofs in eine unterirdische Hightech-Anlage sei richtig und notwendig. Die Teilnehmer der Schülerdemonstration vom vergangenen Donnerstag, auf die Polizei mit einem massiven Einsatz reagierte, haben schwere Vorwürfe erhoben. So hätten Polizeibeamte Provokateure in die Reihen der Demonstranten geschickt, um dort Gewalt zu säen. Die Polizei hat in einem Fall eines Polizeibeamten, der mit einem Knüppel wahllos in die Menge schlug, dies ist auf einem Video dokumentiert, reagiert. Dieser Beamte ist nun erst einmal in den Innendienst versetzt worden. Ihm droht nun ein Verfahren.